Ich bin so, Leute, damit wieder ein herzliches Willkommen. Brauchen, um zum Continuum Cortex zu kommen und Niki zu retten. Vor allem, wenn Goldjunge nicht an Bord ist, sollen wir versuchen. Kommt überhaupt Goldjunge aus, oder? Bleibt er so. Wenn wir das Mädchen retten wollen. Drax hat recht. Hoffen wir einfach, dass Warlock ordentlich Schaden verursacht. Hoffen wir es mal. Ist jetzt eine gute Frage, wo wir eigentlich das eine Ding da haben. Wo das jetzt eigentlich quasi verstreut ist. Ist es jetzt verstreut in irgendeiner Zimmer? Ist es tut? Würde mich jetzt interessieren, weil wir ein gewisses Gespräch dann quasi führen können. Und Ella's Bar. Weißt du noch, wie wir einen Schnapsdieb unter der Cocktailtheke erwischt haben? Ich weiß noch, wie furchtbar dieser Schnaps geschmeckt hat. Wer bezahlt so viel für Rostsaft? Sieht ja gar nicht mehr so schlecht aus. Ah ja, voll. Wir haben ja nicht einmal wirklich genug Money eigentlich. Also das könnte vielleicht ein bisschen ein Problem werden, wenn wir irgendwas einkaufen müssten. Beziehungsweise, vielleicht sind die Lottoscheine in Ordnung. Vielleicht sind die Lottoscheine in Ordnung. Wer weiß. Du, Digi, nicht. Was mache ich hier? Die hat jeder auf diesem Schiff benutzt. Heute nicht, ihr Hirnparasiten. Schön und sauber. Oh mein Gott. Für einen kurzen Moment habe ich mir so gedacht gehabt, so, Digi, jetzt dein scheiß verfickten Ernst. Genau jetzt nimmst du die Zahnbürsten. Erstens, hast du nicht genug Zeit, die ganze Zeit, die, während wir da herumfliegen, die Zähne zu putzen? Erstens, warte, das OSA-Bundle haben wir schon mal gehabt, oder? Haben wir schon mal das? Achso, na, ist der Ring. Ach, bitte. Aber eine korrekte. Das könnte aber vielleicht. Na, oh ja. Mögen die. Ah, Gamora! Jetzt wusst du. Gar nicht, aber. Das sind gerade heftige Zeiten. War ein bisschen. Viel in letzter Zeit. Oh ja, das kannst du wohl laut sagen. Okay, und wie benutzt man den? Also nur für den Fall, dass Rocket danach fragt. Also als erstes, ihn einfach nur halten reicht nicht. Du musst auch irgendwo bequem sitzen können, wo du entspannt bist, aber auch aufmerksam und konzentriert atmest. Und dann übst du. Viel. Ja, das klingt nach viel mehr Arbeit, als ich gehofft hatte. Das ist bei fast allem so, was sich lohnt. Und wie machst du das? Konzentration hat uns Thanos schon sehr früh eingebläut. Aber erst als ich bei den Priestern von Parma lebte, erkannte ich, wie eng seine Vorstellung von Meditation wirklich war. Unbedingt, Thanos. Unbedingt. Ich kann mir Thanos nicht beim Meditieren vorstellen. Ich dachte, er wäre so der Typ egoistischer Tyrann. Oh, ah, das war er allerdings. Aber Thanos verstand auch, dass gewisse Aspekte der Meditation ihm nützen konnten. Wie Konzentration? Konzentration, bessere allgemeine Wahrnehmung, Schmerztoleranz. Er dachte sich lustige Spielchen als Trainingsübungen aus, bei denen ich und Nebula gegeneinander antreten mussten. Das Schlimmste daran, wir wussten nicht mal, was er tat, bis es zu spät war. Was heißt das? Thanos' Meditation veränderte uns, machte uns zu hyperkonzentrierten Waffen. Wir waren unempfänglich für die Schrecken seiner Pläne. Leute töten. Attentat ist nur eine andere Bezeichnung für Mord. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben Witze gemacht, schlechte, geistlose Sprüche gerissen, während wir gemordet haben. Je fieser, desto besser. Und ich hab gedacht, du hättest einfach nur einen schrägen Humor. Oh, das stimmt auch. Aber nur so konnten wir überleben. Und wir machten etwas zusammen, eine neue Art von Wettbewerb. Nur zwischen mir und Nebula. Wer kann den anderen zum Lachen bringen? Das ist aber echt krank. Und trotzdem schön berührend. Naja, aber auch schlechte Witze können nicht verhindern, dass dein Gewissen dich irgendwann einholt. Aber ich finde immer diese Gespräche, gerade sowas, wenn du irgendwas findest oder sonst was, ich finde das einfach so gut. Ich finde diese Gespräche allein schon, diese Charaktertiefe und alles drum und dran. Aber moin, Digi! Servus, grüß dich, alles klar, alles Paletti, wie geht's denn so? Alles klar, alles Paletti! Brudi, schön zu sehen, dass du auch mal wieder da bist! Wie bist du zu den Priestern von Parma gekommen? Sie sind nicht gerade so wie du mit ihrem ganzen Pazifismus und so. Mantis hat sie mir letztes Jahr vorgestellt.
Jemand musste mich heilen. Sie haben mir mehr geholfen, als ich für möglich gehalten hatte. Geholfen? Wie? Man könnte wohl durchaus sagen, ich war gebrochen. Thanos, der Krieg, die Arbeit als Attentäterin. Das hinterlässt Spuren. Als Mantis mich dahin brachte. Aber sowas von. Aber ich komme gleich dazu. Mir ging's miserabel. Für mich gab's keine Erlösung. Ich war nichts wert. Ich dachte, ich verdiene nichts anderes als den Tod. Bist du aber nicht. Gestorben. Nein. Da war dieser. Dieser Junge. Oh. Arkan. Den du im Dorf umarmt hast? Arkan war wie ich. Verloren. Seine Eltern starben bei einem Unfall. Er war kämpferisch, ein Rebell, das Gegenteil von einem Pazifisten. Nice. Eine gute Idee, dass wir unseren ganzen Mist gemeinsam aufarbeiten. Und war es eine? Am Anfang nicht wirklich. Er konnte so eine Nervensäge sein. Aber langsam verließen wir uns mehr und mehr aufeinander. Thanos hatte mir beigebracht, funktional zu meditieren, aber nicht im spirituellen Sinn. Und mein Trauma verarbeitest du so nicht. Die Sorge um Arkan, die er zwang mich zum Denken und Reflektieren. Und gemeinsam gaben wir uns Halt und konnten irgendwann unsere Dämonen besiegen. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass Meditation so intensiv sein kann. Und so hilfreich? Ja, auch das. Diese Grinser. Ich sollte es wohl doch mal probieren. Aber der Leute, Kopf. Ich habe Angst davor, habe, was ich finden könnte. Wer weiß? Vielleicht wird's ja eine Überraschung. Für mich war es eine. Ja, vielleicht. Ja, jedenfalls. Digi, ja, auf einer gewissen Art und Weise geht's mir gut. Danke der Nachfrage. Auf einer anderen Seite geht's mir aber auch richtig beschissen, weil halt aktuell extrem viel Arbeit ist. Das ist dieses typische Dezember-Arbeitsding, so, wo alle plötzlich draufkommen, so, ah ja, hoppala, wir müssen ja unsere Arbeit ja noch bis Ende des Jahres fertig kriegen. Es macht mich ein bisschen körperlich fertig, aber was soll's. Sonst geht's mir gut, den Katzen geht's gut, danke der Nachfrage. Ich habe eine neue Kaffeemaschine gekriegt. Die alte hat mal wieder gebackt. Die hat einmal Zeit gehabt, die alte. Na, endlich mal, seit gefühlt mehreren Jahren zahlt die mal endlich mal was. Hat eine Kaffeemaschine mal gekauft, auch zu Weihnachten in dem Fall. Aber ich kriege doch noch was, ein bisschen was von ihr. Aber geile Kaffeemaschine, richtig geil. Ich glaube, das ist mein neuer Schatzal, würde ich jetzt einmal sagen. Also die alte kann schon wieder hangen, kann schon von irgendwo hin oder unter Brücken oder sonst was leben, ist mir wurscht. Hab meine Kaffeemaschine. Dann habe ich mir eine neue Shisha geholt. Richtig geil. Ein richtig nice, geiles Angebot. Dieses Jahr ist also krankes Angebot gehabt. Pipi feiner, kann ich wirklich nichts sagen. Und ich habe jetzt zwei Adventskalender. Einmal von Just Legends und von Level Up. Und ich hoffe von Level Up, dass ich quasi jetzt eher sage, so, okay, vielleicht gehe ich dann doch eher in die Richtung von Gamers Only weg und probiere mich dann doch einmal wieder an Level Up, weil ich habe meinen ersten Gaming Booster habe ich von Level Up gekauft, diesen mit die Würmer und alles, und der hat mir überhaupt nicht geschmeckt und ich finde, der hat sogar im Hals gejuckt. Und ich muss jetzt sagen, jetzt habe ich aktuell, muss ich gleich schütteln, aktuell Eistee Maracuja, sieht man dann eh auf Insta, falls dich das interessiert oder sonst was. Jetzt bin ich, hoffe ich mal, zumindest aktiv. Und ich versuche es auch aktiv zu sein. Und auf TikTok versuche ich jetzt auch aktiv zu sein. Also, ich probiere alles, was jetzt in letzter Zeit möglich ist, möglich zu machen. Und mache gar keine Pausen mehr oder sonst was. Also, ich rassel dadurch bis zum Gehnimmer. Ich sage jetzt nicht, dass jetzt der Dezember am besten schmeckt. Ja, auf YouTube, auf Twitch und alles. Und der, ja, aber ich kriege ja kein Geld. Also, mich interessiert das nicht. Ich mache das ja auf freiwilligen Basis. Aber ich hab's zwar schon probiert gehabt, aber ich probier's trotzdem nochmal. Ich tentiere Eistee Maracuja. Ist geil. Also so, wenn du so ein Eistee-Fan bist, definitiv safe. Diese Maracuja taugt mir auch nicht zu intensiv, nicht zu stark, nicht zu sanft. Da gebe ich eine lockere 8 von 10. Kann ich sofort sagen, 8 von 10. Das mixe ich mal gerne mal am Wochenende. Sauf den Scheißdreck und babamäßig. Okay, letzter und viel Spaß bei Red Dead. Diesmal holst du ihn dir endgültig. Das habe ich vor. Wir gehen nicht ohne Niki von hier weg.
Und wie geht's dir so? Geht's da gut in der Schule, dies, das, jenes? Gibt's was? Würde mich auch mal interessieren, was sie mal wieder tut bei dir. Spürst fleißig Red Dead, oder was? Du kümmerst dich um die Milano, okay? Der macht das schon. Sorg dafür, dass das Schiff noch da ist, wenn wir zurückkommen. Der macht das schon, der Bub. Oder Mädchen, oder Twitter, oder... thailändische Dame mit Schwänzchen im Höschen. Bereit, Drax? Bereit. Meine Klingen sind so scharf wie die Zunge des Nagers. War das eine Metapher? Ein Vergleich. Dein Kind steckt echt tief drin, Quill. Ihre Mom ist tot, Mann. Wenn Warlock die Wahrheit sagt, nutzt das tief Ding drin. In ihr Kohl jetzt tot, um sie zu manipulieren. Verstehe. Wird nicht einfach, sie da rauszuholen, aber ich werde trotzdem mein Leben dafür riskieren. Also ich sage mal im Prinzip, Hauptsache, es geht dir gut. Das ist das Wichtigste. Ich bin Groot. Groot will, dass du weißt, dass er alles tun wird, um dein Kind zu retten. Weißt du was? Ich glaube, das habe ich verstanden. Na, ist halt nur die Frage, ob sich nicht doch vielleicht am Schluss doch herausstellt, ob das wirklich sein Kind ist. Aber wäre halt geil, wäre halt wirklich geil. Ich glaube, da war schon einer. Also wir sind ja jetzt schon gefickt. Komm, wir sind jetzt schon im Kampf. Und wie sie auf uns warten und wie. Überlasst mir diese Typen. Ah, aha, der Forest. Auch nicht schlecht. Hast du schon einmal durchgespürt? Jetzt schon ein Kämpfchen oder können wir erstmal miteinander reden? Seid ihr gekommen, um Zeugen der Erfüllung zu werden? Willkommen! Na sicher! Ah, sehr schön. Des Beginns einer neuen Welt. Ohne Tod oder Schmerz oder Angst. Ihr solltet das wissen. Seid ihr nicht für eine Landefreigabe überprüft worden? Was? Doch, natürlich. Natürlich. Rocket sagt's ihm. Attacke? Ist es denn scheiß Ernst? Er hat Spezialfähigkeit. Na warte. Werden wir gleich mal ausprobieren. Das gibt's ja nicht. Der Huren, Alter. Gib ihm. Oh, hoppala. Ja, du springst einmal runter und der Rest, der macht das schon, der Huren. Oh mein Gott, er springt einfach runter, währenddessen. Nicht schlecht. Gib mir mal in die Pappen, wie wär's denn? Oha, der kann wirklich sich wehren. Das finde ich aber nicht fair. Das finde ich aber wirklich nicht fair von ihm. Ja, dann soll es Gamora machen. Tschüss, Papa, Alter, die fickt ihm. Gib ihm noch mehr eine. Ich würde das wirklich wissen. Der Hund. Ich wollte es unbedingt wissen, Alter. Gib ihm Dauerfeuer, Malzbier und Tschüss, Papa. Der zieht schon wieder einer. Ich muss aufpassen wegen der Schwierigkeitsgrad. Vergesse ich jedes Mal. Im Nachhinein, weil du ja auch damals dabei warst, es wäre eigentlich komplett unwichtig gewesen, der Schwierigkeitsgrad von den Trophäen her. Aber das Ganze im Vorhinein ja nie wissen. Oh, was machst denn du da? Der war's Bullenschule. Gib ihm mal rein. Ja, sehr gut. Mach gleich einen 360 da unten, oder? Verdeppert. Na warte, machen wir den hier. Damit du mal alles so ausprobiert hast. Oh, Gamora. Ja, könnte ich gut gebrauchen. Hey, was macht der da oben? Der ist verdeppert, oder was? Gib ihm. Oh, gut, schau mal. Der geht mir aber auch nicht mehr, gell? Oh, schön Blitz. Ein in die Presse. Komm. Nicht deppert, ja? Ah, der macht so ein Hin- und Her-Ding, gell? Okay. Gut zu wissen. So, und jetzt mit die Blitze, gell? Oh, yes. Das schmeckt. Ja, wenigstens da eine Huhn wenigstens schon mal mehr. Pipi-Fan. Go, Rangers. Was? Finisher, Bitch. Aber nicht deppert sein, nur weil du der einzige bist in der Luft. Deppert. Macht auf möchte gern Huren. Ja? Ich kann diesen Irren nur raten, Gefekt. Dass ihre Welt ohne Tod oder Schmerz oder Angst daherkommt. Denn ich werde sie dafür umlegen, dass erstmal kurz mal abchecken, ob nicht vielleicht auch irgendwo ein Kostüm oder sonst was am Start ist. Oder irgendwas. Wo soll da oben, oder wo? Wie soll ich da wieder aufgekommen? Bist du deppert? Ich glaube, da hat sich irgendjemand ins Hirn geschissen. Falls wir das
das Mädchen finden. Wie kappen wir ihre Verbindung mit dem Magus? Ja, Voice. Der Kokonjunge nicht da ist, um danach alles aufzusaugen. Ah, okay, da, ja, okay, da können wir ja aufhüpfen. Ist nicht so schlimm. Wenn da irgendeiner das verschiebt, dann wäre das babamäßig. Das Teil muss da raus. Geht das? Kannst du da mal so sagen? Nur ein bisschen raus, nur ein bisschen raus, ist okay. Geht, geht, geht. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Passt schon, stopp. Geht schon, los, los, in Ruhe die Scheiße. Sogar mit Kostüm. Na, zeig mal her. Was kriegen wir denn Schönes? Zeig mal her. Bin zwar trotzdem noch immer so ein bisschen enttäuscht von seinem Kostüm. Ich hoffe, dass da noch immer was Geiles kommt. Na, okay, muss ich eben wieder aufpassen. Aber Tracks, zeig her. Wenn wir, okay, da können wir schon wieder nicht umswitchen. Passt. Sagen wir hier. Ich finde das gar nicht einmal so schlecht. Aber er schaut voll wie Vision aus. Aber volle Wäsche. Nur so ein bisschen Totenkopf wegen Lady Death vielleicht ist zu sehen. Aber ich finde ihn nicht schlecht. Finde ich wirklich nicht schlecht. Warte, aber ich das. Da habe ich es jetzt nicht genommen. Du Huren. Aber finde ich wirklich nicht so uns wieder, ne? Definitiv nicht schlecht. Ist das jetzt ein scheiß Ernst? Von dem Scheißtag bist du jetzt mehr gegangen. Du Volltrottel, du. Hat jemand ein Hinweisschild gesehen, wo es zur Erfüllung geht? Nein. Was? Da war ich wirklich was. Bist du, ich hab mir doch gehabt so. Ich geh einmal so auf geschmeidig hinter, schaust dich mal um. Das ist ja wirklich was, Alter. Sind die deppert? Oh, ein Scheißtag. Na gut, dann tun wir es halt löschen. Ja, von mir aus. Dass einige Typen, die auf uns geschossen haben, zur Nowhere Security gehörten? Okay, interessant. Nichts Gutes für den Hund. Also vielleicht. Ich bin aber gespannt. Wir einen Ersatztelepathen gebrauchen können. Wenn Cosmo auf ihrer Seite ist, wird es deutlich schwerer, zum Vortex zu gelangen. Nur weil der Turm abgeschaltet ist, muss das nicht auch für Cosmo gehen. Bei unserem letzten Besuch hat er mich, Gamora und Drax und Lady Hellbent das Kopfgeld. Irgendwas fehlt da. Ja, vielleicht die vierte Version. Aber Eis. Eis bringt sie da mal gar nichts. Hätte man zwar gedacht gehabt, vielleicht wäre es nicht schlecht gewesen, aber. Da fehlt was, da fehlt was. Beziehungsweise, vielleicht kann ich auch erst noch nicht reingehen, weil ich vielleicht die und die nicht Fähigkeiten noch nicht habe. Aber ich finde es halt zwar ein bisschen. Schade, weil. Hallo, Eis. Okay, ja, es sind halt Flammen. Und den Pokémon würde ich jetzt dagegen ein bisschen ablosen, aber dennoch. Hätte man doch gehabt, dass ich da was machen kann. Aber na gut, okay, passt. Dann lassen wir es halt einfach so stehen. Wäre natürlich was sicher extrem Nices dahinter, aber nein, darf ich anscheinend nicht. Oder muss ich da. Das ist das Ende des bekannten Universums, Kumpel. Ich wüsste nicht, wo da eine Verbindung bestehen sollte. Ich könnte ja nicht einmal irgendjemanden sagen, hörst du. Du kümmerst dich um das oder sonst was. Oder er markiert man einfach nur, damit das halt Flammen sind. Das könnte auch vielleicht möglich sein. Dass er einfach nur sagt, ja, du, Digi, Herr Stavara, das sind Flammen, jo, darfst du halt einfach nicht hin, gell? Feuer ist böse. Feuer machen Tutu. Ja, dann verstehe ich, dann verstehe. Feuer machen Tutu. Ich habe Angst davor, was wir auf dem Marktplatz sehen werden. Dasselbe wie bei unserem Anflug. Ich bin schon, definitiv gespannt auf unseren Lottoschein. Mir ist ehrlich gesagt wichtiger unser Lottoschein als wie alles andere. Ja, ein bisschen brennen, ein bisschen sektenmäßig auch unterwegs, aber Hauptsache unser Lottoschein. Diese Gauner waren immer skeptisch, wenn ihnen jemand was umsonst gegeben hat. Du hast recht, Rocket. Die Leute hier waren hart drauf. Oh, gesehen, da hinten gibt's einmal was. Sehr gut. Und ich frage mich, wie es unseren Havara auch geht. Weil vielleicht ist er noch immer am Breakdancen oder sonst was. Weil das wär's. Sie haben überall verflackte Glaubensbatterien. Genau wie auf der Halas Hope. Vielleicht haben sie. Nicht oben vorhin, Havara. Nicht oben vorhin. Gönn dir. Um von mehreren Welten auf einmal Glauben abzusaugen? Ist das kann man sich wenigstens ein bisschen spielen hier. Mal gescheites Spielwiesen. Dann treiben sie also etwas an. Sieht ganz so aus. Ja, voller Wäsch. Haben wir jetzt wirklich ein kleines Spielwiesen? Damit man schauen könnten, ob vielleicht nicht doch irgendwo da vielleicht da doch noch irgendwas auf uns warten könnte. Das wär's. Sie sind die Bewahrer der katathianischen Geschichte. Das wird ein großes Epos.
Danke, du machst es nicht gerade wirklich besser, du mit deiner Lady Havara da, die was jeden gefickt hat von uns. Die werden wir fix noch treffen. Wenn ich anklopp, den was wir sicher noch treffen werden, dann ist es fix, die Alte. Die Alte, die werden wir noch treffen. Die wird sicher nicht so leicht locker lassen. Hey, seht mal, böse Jungs. Hey, böse Jungs. Hi. Liebe Wale. Liebe Wale. Oh, und? Hey, nicht ermischen, bist deppert. Oh, das war die falsche Fähigkeit. Das war definitiv die falsche Fähigkeit. Von wo kommt die jetzt? Aber das hat so deppert. Oh, Gawara. Oh, schmeckt. Oh, noch mehr. Und, da kann ich schon nicht mehr. Ja, okay, komm, Warte, da mache ich auch mal eine Fetzerei und tschüss. Deppert, Gawara, Alter. Die gibt doch keine Ahnung von links und rechts, oder? Du weißt nicht mehr, wo hinterm Fuhren ist. Du arme Hund. Der Priester hat gesagt, sie bringen... Sie können niemanden wiederbeleben. Schon gar nicht nach Nikis Rettung. Ich überlege, ob ich nur mal kurz probiere, ob ich irgendwo aufhüpfe. Okay, da geht's mal nicht. Kann er da wenigstens? Nee, okay, passt. Ja, dann sind wir wenigstens so ein bisschen abgesichert, weißt? Dass wir da nicht vielleicht doch irgendwo aufhüpfen hätten können. Über welchen Teil? Er hat nur geredet, seit wir ihn getroffen haben. Darüber, dass Nikki und das Magus-Ding zu sehr verbunden sein könnten, um sie zu retten. Hat er das gesagt? Da verstehe ich ja die Käfer-Lady besser. Oho! Ah, finde ich jetzt aber... Ist okay. Ist definitiv okay. Halbwelt! An was erinnert mich dieses Kostüm? Ja, so ist so... Rocket Raccoon? 1985, die gibt schon seit 1985. Bist deppert, nicht schlecht. Aber irgendwie erinnert mich dieses Kostüm an irgendwas. Irgendwo habe ich schon mal dieses Kostüm gesehen. Das gibt's ja nicht. Finde ich auch nicht schlecht. Da muss ich aber sogar fast sagen. Also, schön und gut das Original dieses jenes, aber das Nova Corp bei ihm schaut richtig sexy aus. Ich lasse das. Das lasse ich noch. Das lasse ich noch übrig. Schaut wirklich, wirklich gut aus. Das Kostüm an ihm. Also, das gefällt mir extrem gut. Jetzt bin ich aber nur gespannt, wo soll man da jetzt hingehen. Es überrascht mich, dass die Kirche den Cortex einnehmen konnte. Erschien mir beim letzten Mal ziemlich sicher. Tja, nicht halb so sicher, wie der Hund dachte. Die Kirche bekommt mit jedem Tick mehr Truppen. Ihre Überzahl dürfte die Verteidigung problemlos überwunden haben. Während wir nur zu fünft sind, du gibst uns wirklich Selbstvertrauen, Rosa. Ach so, Rosa. Das hat doch klar, dass ich da durchgekroschen wieder. Wir müssten in der Nähe von... Ein bisschen eng, aber... Siehst du, Hauptsache, du kriegst ganz Schleifen. Dann ist alles okay. Dann bleibt alles safe. Einfach ganz normal durchgezogen, ganz gecheatet. Ja, und weiter, was? Rübergehen und nachsehen. Was? Wieso ich? Bist du nicht der Anführer dieses Teams? Ah, plötzlich sind wir wieder Anführer. Ah ja, das ist genau das gleiche Geschichte mit My Schief. Jedes Mal, wenn es irgendein Problem ist, gibt's plötzlich, heißt es plötzlich wieder mein Schief. Gamora! Jetzt müsstest du dein Schwert reinstecken können. Hilfst du mir? Hoffentlich hält's. Geht's überhaupt aus? Ne, sicher geht's es aus. Nur ein bisschen Kontrolle, weißt du? Muss ein bisschen schauen, gell? Hätte sich da vielleicht irgendwo sogar noch irgendwas verpassen können. Peter, los jetzt! Ja, alter Hammer! Darf ich nicht einmal mich umschauen? Der macht schon wieder einen Stress, die Alter. Bist du hast diesen Laden echt gelebt. Es war der einzige Ort in der ganzen Flak-Galaxie, wo du dich sicher fühlen konntest. Also, abgesehen von den Schlägereien, den Razzien und den Kopfgeldjägern. Nett. Wir trinken später ein darauf. Aber jetzt müssen wir weiter. Klingt ja richtig einladend. Gerade das mit den Kopfgeldjägern. Da macht man sicher Fettkohle. Definitiv Fettkohle. Wir haben keine Spur von Goldmuskel, seit er vom Schiff gesprungen ist. Adam Warlock. Goldmuskel! Ach du Scheiße, wie! Bruder, wie nennst denn du ihn? Goldmuskel! Leck mich am Arsch! Ja, servus Goldmuskel! Ja, servus! Servus Bulle! Das würde mich aber interessieren, scanne mal.
Wissen unbekannt. Wofür brauchen wir den Goldjungen überhaupt? Wir kamen doch bestens ohne ihn zurecht. Von wegen bestens. Der Magus verschlang meine Seele. Dein Gedächtnis ist lückenhaft. Mein Gedächtnis ist einwandfrei. Ich bin lediglich ein Optimist. Okay. Weißt du, warum wir Warlock brauchen, um das Weltraummagie-Ritual zu stoppen? Weil wir Weltraummagie nicht beherrschen. Ja, oh, danke ebenfalls. Auch viel Spaß. Ich bin nach Lamentis nicht mehr so sicher. Nichts von all dem ergibt einen Sinn. Aber, steht das wieder da was? Gegeben, der es bekämpfen kann. Der ebenfalls nicht viel Sinn ergibt. Ganz genau. Was denk ich. Er wird mit seinem bösen Zwilling schon fertig. Bösen Zwilling. Ich muss mal da ein bisschen kurz hinter der Stirn gehen, gell? Kriegen Besuch. Ah, schon wieder. Hi, Leute. Oh, gehen wir rangezoomt und tschüss, Papa. Oh, das war ein bisschen zu weit weg. Das war definitiv ein bisschen zu weit weg. Bam! Geh in die Fresse, Alter. Und tschüss. Danke, dass du auch mitmachst. Der braucht unbedingt einen Blitz, weil sonst kriegen wir ihn nicht hier. Sonst kriegen wir ihn nicht hier, oder? Ja, Double Tag Team. Genau, Gamora. Genau. Wow, Alter. Der frisst aber ordentlich. Der geht aber nicht mehr, ja? Aber. Jesus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Geht mir doch nicht mehr, Alter. Das ist so wie jetzt. Kämpfst du heute eine Stunde später noch immer. Ich würde aber trotzdem gern wissen, wie es ausschaut mit meinem Lotterieschein, gell? Also, da ist mir schon wichtig. Er hat sich magisch rasiert, als wir nicht hingesehen haben. Magisch rasiert? Alt. Boah, das kann jetzt lustig werden. So. Und das. Also wieder der ganze Gift und das Ganze. Jetzt wird schon wieder einer Gift. Das gibt's ja nicht. Weil du musst schon gescheiter. So, damit es keiner mitkriegt. Was haben Sie wohl mit den ganzen Noah-Leuten gemacht? Komm schon fast ein bisschen unsicher. Ein bisschen war immer unsicher. Oh Mann, davon hat Rocket schon erzählt. Er wird das Teil lieben. Ich hätte mir eigentlich gedacht gehabt, dass man eigentlich schon mehr. Oh, aufmerksamer. Captain. Hätte man es eigentlich gedacht gehabt, dass ich schon alles gefunden hätte, aber. Interessant. Schön zu sehen. Hier war das Emporium. Die Kirche ist zerstört? Wahrscheinlich hat der Kollektor sich beim ersten Anzeichen von Ärger den Weg freigesprengt. Vor dem ersten Anzeichen. Der Kollektor kann angeblich in die Zukunft sehen. Konnte er das gesamte Emporium wegschaffen? Der hat sogar in die Zukunft. Ist ein bisschen hart. Vielleicht ist es eher ein Shuttle. In die Zukunft ist ein bisschen hart, oder? Gerade wenn es dann darum geht, wenn man gegen ihn kämpfen. Bist deppert. Also der muss ja eigentlich quasi dann seinen Untergang schon eigentlich eben vorhin gesehen haben, oder? Der Volltrottel. Und da glaubt er spitze mit uns. Er kann scheißen, okay, der spitze sie hier nicht mit uns. Was haben wir denn da Schönes? Warum weinst du, Lager? Ich weine nicht. Ich denke nur an die vielen Jobs, die ich hier hatte. Er trauert! Ach du Scheiße! Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. So, jetzt haben wir kurz ausprobiert. Nein, Gebrät im Prinzip haben wir schon alles. Wollen wir nicht extra unterrutschen? Eigentlich nicht. Na, ehrlich gesagt nicht. Na. Gamora, wirst du mir so nett? Verhindern, dass wir da reingehen. Das wird sie nicht schaffen. Nice. Kannst du sprechen, oder? Ja, ja, machen wir es halt so. Mit Macht's doch gehabt, oder irgendeiner wird das schon weggeschirmt. Irgendein Volltrottel macht das schon. Du denkst, das ist die Erflagung, oder? Lehrling? Was? Was? Was immer diese Irren vorhaben. Müssen wir hier immer ein bisschen umschauen, was? Vielleicht haben sie damit ihre Flotte betrieben, um Lamentis zu erreichen. Nein, das könnte der Cortex. Nikki hatte Warlocks Seelenstein in ihrer Hand. Was, wenn er dort verschmolzen ist und Raker versucht, ihn zu entfernen? So wie bei Goldlöckchen? Hat ja beim ersten Mal nicht so toll funktioniert. Sie hat vielleicht das Böse im Stein gespürt und darauf bestanden, es erneut zu versuchen. Oder sie wird nicht länger benötigt und Raker will die Macht des Steins für sich selbst. Also, wir müssen zur Unterstützung. Das kann auch möglich sein, wir definitiv. Damit rechnen, dass sie uns stoppen wollen. Konvertierte sind zum Sterben bereit, um ihre Leben wieder zum Leben zu erwecken. Was ziemlich ironisch ist, wenn man drüber nachdenkt. Ich bilde mir ein, dass wir dann schon eigentlich alle Fähigkeiten haben, oder? Bilde ich mal stark an. Kannst den nicht irgendwo so auf, gell? Passt. Die stehen da so komisch da, wie. Warten sie nur auf mich? Muss ich da jetzt irgendwas machen, oder? Schiebe mal den Scheißdruck, das wär's. Na wart. Ja, denke mal. Aber eine Fähigkeit fehlt trotzdem noch. Bin ich gespannt, was für eine kommt. Ich bin wirklich gespannt.
Ah, die schäbige Schattenseite der schäbigen Schattenseite. Weißt du, dass hier mal ein wilderer Ring operiert hat? Ah, deswegen der Gestank? Ja, verrottende Bestien von Mark Lufier. Ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, der Scheißtag braucht ein bisschen mehr Strom, oder? Sag mal hier, da. Weil drauf zielen kann ich jetzt nicht so 100%. Ja. Oder muss ich mal mit Rocket reden? Oder soll ich mal Klopf-Klopf-Witze probieren? Mir ist wurscht, ich probiere. Achso, vielleicht muss ich es erst da abschießen. Das war so klar. Ich hatte wirklich gehofft, hier unten gibt's Hoverbikes. Okay, war schon, wo man sagen, ich war schon. Parkgebühren. Und zweitens willst du manchmal etwas loswerden, ohne dass es jemand mitkriegt. Geh ruhig. Komm. Geh ruhig. Trau dich. Komm. Zeig Eier. Zeig, komm. Geht ein bisschen. Geht ein bisschen wehtun. Bulle. Na, wie wär's denn? Kommst du da rein? Ja, mal sehen, wo es hinführt. Ne, dass du das vielleicht verbrutzelt wirst, aber du brauchst es schon, ich weiß das ganz genau. Ich und Groot haben das ständig gemacht. Was? Wie bitte? Schön, jetzt wie bitte? Sein. Muss ich gleich mal weiter trinken. Aber es könnte trotzdem noch ein Loch im Boden sein. Das kann ich mir sowieso vorstellen. Also, wir sollten vielleicht aufpassen. Flock, sei dank dieser Stiefel. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Alter, viele Kostüme plötzlich. Fehler! Es war zwar eh klar, dass der nicht so viel. Ist lieb, schaut lieb aus. Das baue ich zwar auch nicht, das ist halt Standard, aber das schaut halt einfach. Erste Sahne mäßig aus. Das schaut wirklich gut aus. Jetzt muss ich das einmal scannen. Ha. Ich hab mir schon gedacht, so, da kann ich schon mal damit was machen und dem und dem und dem. Oder soll ich das jetzt mal abschießen? Das hätte ja sein können. Hätte ja mal wieder sein können. Also bin ich schon wieder zu weit gegangen oder was? Anscheinend! Oder? Ich glaube, ich gehe da mehr spazieren als wie die richtige Richtung anscheinend oder was? Wo willst du, dass ich wieder hingehe, Havra? Keine Ahnung, ich springe, mir ist wurscht. ich springe da überall ab. Aber anscheinend will ich eh, dass ich da irgendwo aufgehe. Hätte mir eigentlich schon safe gedacht gehabt, dass ich eigentlich den richtigen Was Weg hätte. Aber na gut. Dann weiter, bevor Nikis Leben auch in eine Sackgasse gerät. Oha, oha, Alter, wer soll das bitte wieder mitkriegen? Wow, das scheiße ich mir auch gleich, Alter, bist du der Pot? Wir sind jetzt eine große, glückliche Familie. Oh ja, da hat er definitiv recht.